Joel Killen bringt ihren Dad auch nicht zurück. Ja, aber es gibt ihr Genugtuung und Gerechtigkeit und so ein Kram, you know? Halt genauso wie wenn jemand einfach irgendwas total Dummes zu dir sagt und du ihm aufs Maul hauen möchtest, macht das Gesagte nicht rückgängig, aber es lässt sich einfach besser fühlen. Daher, nice so. So, stell dir vor, du hättest einfach ein Boot und könntest hier schlafen auf dem Meer, während da oben einfach mega der Sturm ist, Alter. Hätte ich fucking Angst, Mann. Ich wollte gerade mit dir reden und du bist einfach abgehauen. Das ist die Frage. Reden wir nochmal miteinander oder hat sich das erledigt? Ich glaube, das hat sich erledigt, ne? Sad fucking life. Dann halt nicht. Okay, that's promising. Kann es eigentlich sein, dass Ellie die einzige ist, die immun ist? Nice. Good thinking. Sie ist halt die einzige, die immun ist, weil ihr Pilz irgendwie mutierte. Und das ist anscheinend bei niemand anderem jemals passiert. Daher, Long way down. Vertigo hitting you hard. Especially when I look down. Komm schon. There they are. Manny, be right down. Okay. Look, Fob, sweet Fob. Almost there. Bet we can cut through that rail yard. You want to get off the roof first? Please. It's kind of hard to imagine you being afraid of anything. I'm not as fearless as you think. Oh, please. Like, I could never do the surgery stuff you do. Be too freaked out about fucking it up. You think I don't feel the same way? Well, for what it's worth, my dad always said you were his best student. He did? Well, he always said he was an idiot. Come on. Alice. Ooh, good girl. About time you two caught up. Erstmal ihr beide Beine brechen. Yeah. I don't like it. Oh. Gab's da gerade ein Gewitter oder sowas? Man, when we get back home, I'm gonna find a couch, watch a movie, and drink until I pass out. Oh yeah? Which drink? Which movie? Strong questions. Movie's the one with ¿cómo se llama? The girl who rides the wolf. Oh, I love that one. And drink. My mezcal from the party last week. Excuse me? You mean our mezcal? Si. I'll save some for you. Oh, I could definitely go for a drink right now. If I wasn't so pregnant. Same, Alter. Also das Schwangersein, nicht das Trinken. Guter Geschmack. Er ist einfach Prinzessin Mononoke-Anhänger. Halt einfach einer der besten Ghibli-Filme, Mann. So ein großartiger Film. Ich bin tatsächlich auch überrascht. Die ganzen Ghibli-Filme sind ja jetzt auf Netflix und ich habe mir jetzt so ein paar angeguckt. Und die sind tatsächlich alle relativ mittelmäßig, finde ich.
dafür, dass Ghibli halt immer so krass weggefeiert wird, haben die halt so drei Filme, die eigentlich echt richtig gut sind. Und der Rest ist einfach nur so ganz okayer Feel-Good-Kram irgendwie. Aber halt davon jetzt nichts, wo ich sagen würde, holy shit, das, die haben einfach eine Selektion an Filmen, die einfach alle großartig sind. Also da hat mich dann so ein bisschen die Realität getroffen, muss ich sagen. Also es ist halt irgendwie echt immer so, die Filme fangen halt voll okay gut an und dann haben sie so eine Mitte und dann enden sie einfach so total herbeigezogen irgendwie, so total unzufriedenstellend meistens. Und keine Ahnung, so die einzigen Geschichten, die halt tatsächlich so ein Ende und ein Mittelteil und einen Anfang haben und alles, so ein ganzer komplett guter Film, ist halt echt nur Prinzessin Mononoke, Chihiro und Nausicaa, finde ich. Alle anderen Filme sind irgendwie, also das sind keine schlechten Filme, aber die sind jetzt auch nicht so fuck geil, dass ich halt sagen würde, wow, okay, holy shit, rasten wir aus, Mann, wie gut die Filme sind. So, ich habe mir halt Ponyo angeguckt und Ponyo war einfach auch so, der Böse war irgendwie nicht so richtig böse und es gab aber auch irgendwie keine so richtigen Guten und das war richtig dumm, aber was soll's. Es ist halt einfach nur so eine Story einfach, die vor sich hin dümpelt. Und dann endet sie einfach und dann habe ich mir halt, wie hieß das denn nochmal, Arrietty angeguckt und Arrietty war halt auch nur so, da gibt's irgendwie so Stakes, aber dann endet der Film halt einfach so, der fizzelt halt einfach aus, ohne dass da irgendwie was Cooles passierte. So, es ist einfach, okay, interesting. Weiß ich nicht, ist halt super, weiß ich nicht. Martha, der Waffenstillstand ist Geschichte, also ist es zu riskant, dass wir uns weiter hier treffen. Die Scars werden in dieses Gebiet einfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffen im Versteck gelassen, falls du sie brauchst, wenn du ankommst. Ich nehme an, die Scars werden den Safe nicht anfassen. Er ist schließlich Zeug von früher, beknackte Freaks. Bis bald, sei vorsichtig. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Okay. Also 08, 15, 12, schätze ich mal. Fragt sich nur, wo der Safe ist. Vielleicht hier in dem Wagen? Ich meine, wenn du so eine Nachricht findest, ist der Safe ja meistens halt hier irgendwo in der Nähe. Der ist ja dann nicht einfach irgendwie verpufft oder sowas, sondern der chillt ja eigentlich dann hier irgendwo rum. Oder? Anything good? There might be a gun cache around here. I like the sound of that. Okay, wahrscheinlich ist das da drin. Aber um da reinzukommen. Aha. Aha. So, warte. 08. 15. 12. Okay, das war's nicht. Damn it. Was ist denn dann der große Gewinn?
Es muss dann ja irgendwas sein, was man hier drin findet. Ah. Safety Notice. Kann ja das hier sein. Ach nee, 8, doch, 8, 15, 12. Das habe ich eingegeben, oder? Habe ich auch lange gegangen. Hier. 17.38.7. Okay. Was für ein Quatsch einfach. Ach, komm. Oh, wirklich. 17. Oh, das ist nicht euer Ernst, Alter. Siebzehn. 38.7 war das, glaube ich, ne? Aha. Huh, hat geklappt. I like all of this. Nice. Jagdpistole, Alter. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich mag es, dass Freaky sich gerade einfach spoilert, so. Zieht sie sich einfach bereits das Ending rein. Das ist Mädchen, why einfach? Hast du denn keine Geduld, bis wir das Ending hier erreichen? Guys, down this way. Much. Okay. We'll follow the tracks. That'll get us back on the main road to the fob. I don't like this. I know. Keep your eyes open. Ich bin echt sad, dass ich nicht in diesen Busch da reinkrabbeln kann. Okay, ihr geht darum. Oder geht ihr darum? Wäre jetzt richtig gut, wenn Abby einfach auch Pfeil und Bogen hätte. Fände ich dann schon ein bisschen cool. Okay, Mädchen, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Komm schon, komm schon. Seht mich alle nicht. Ich bin im Gras versteckt, Alter. Ich bin eins mit dem Wald hier. Oh Gott, vielleicht sieht er mich doch. Ach, das gibt's doch nicht. Warum sind die denn hier überall? Okay, nee, das ist zu riskant. Kann ich hier drunter?
Nee. Okay, hier ist keiner mehr. Ist alles gut? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, um die Ecke mit dir. You, Alter. Was ist denn hier los, Mann? Oh, ernsthaft? Zum Glück habe ich das... Oh. Ich wollte gerade sagen, zum Glück habe ich mein Healthpack nicht verloren. Aber hey, jetzt habe ich dafür mein Leben verloren. Nope. Fuck you, Alter. Das mache ich nicht nochmal. Ich hab mich alle mal. Oh. Okay, okay, okay. Look out! Keep pushing forward! Wow, wir können uns einfach hinschmeißen, das wusste ich gar nicht. Hey, nice! Ich wusste nicht, dass sowas geht. Mega gut einfach. Oh my god! Hey Hotfix! Was geht ab? Sehr gut. Okay, vielleicht sind wir sie los. Huiuiui. Mit ihrem dummen Gepfeife, Mann. Oh mein Gott. Apropos Pfeifen. Ich habe heute einfach eine Motte in unserer Küche gefunden. Die war einfach... So groß, Alter. Die ist einfach gigantisch, Mann. So. Schleich da nicht so scheiße rum, Mann. Geht gar nicht, Alter. Ich bin mega nervös.
Oh hey, nice. Los geht's. I don't care. Find cover. Go. Los geht's. Hau raus. Ein bisschen snacken und auf geht's. Ups. So. Fuck you, ich hab dich voll im Kopf getroffen. Oh mein Gott. Nice, okay. Yes, los geht's, bevor hier noch mehr Leute auftauchen. Das wäre echt awkward so. Wuff. Sehr gut. Liebe den Hund am meisten. Bester Doggo der Welt, Mann. Let me see your hand. We're in. As hard as you can, okay? Holy shit. I didn't even feel it. Hey, we got two. Hey, he's got a gunshot wound to the hand. Almost a compliment. Go get help. Stay, Alice. Come on, it's this way. Sit. That was a lot of blood, right? She shouldn't be out. She'll be okay. Schön, dass sie auch realisieren, dass die hochschwangere Frau vielleicht nicht auf dem Kampffeld sein sollte. What a fucking surprise, Alter. Hey, who we got here? Hey, come on, girl. This is Alice. Come on, Alice. Good girl. Thank you. These new recruits, I don't trust them. Thanks again, guys. Ich traue ihnen auch nicht. Ich mag ihre Gesichter nicht. Sie sind einfach so unerfahren. Dann checken wir mal, was hier abgeht. Ich bin überaus gespannt. Hey, you done with Monte Cristo yet? Almost. Give me another week. I'm at the end. Shit's getting good. 1 week. Thanks. Ich mag Videospiele. Wer mag noch Videospiele? Checking in. Hey, you two. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Yeah. Never been this busy here. Ich mag es, dass mein Bildschirm gerade einfach ausgegangen ist, Mann.
halt so total random. Okay, es geht wieder, alles gut. Hey Abby, Isaac back there? No, just Carl training the fresh meat. Okay, thanks. Crazy, Alter, das muss ich alles wieder hier einrichten. Einfach, why? Einfach, was war das gerade? Können wir mit den Doggos spielen wieder? Ares, Scarlet, Darwin der Zweite, Tofu, Rocky, Sadie, Kwan, Miki. Marley, Cleo, Carla und Alice. Sind das ihre Kickstarter-Pitcher gewesen, damit sich Naughty Dog leisten kann, dieses Spiel zu machen? I don't know any of these people. You? Da hinten liegt Stuff rum. Das sollten wir uns vielleicht noch mitnehmen. Hey, man. Abby, heard someone had to save your ass for once. Yeah, I mean, one time. Also, ich würde mich ja mit Abby nicht beefen, weil die hebt einfach so einen Dude hoch, als wäre er nichts, und wirft ihn auf ihn drauf. Also, wenn nicht er wäre, ich würde aufpassen, was ich zu ihr sage. Sie hebt einfach die ganze Werkbank mit ihrem Finger hoch und schnippt sie auf ihn drauf, so. Passen Sie auf, das wird passieren. So, ich möchte bitte einmal das vierfache Zielrohr haben. Sie bricht Leute wie Pappe. Okay. Hier kann ich noch am Rückstoß was machen. Immer in Genauigkeit, was soll's, hauen wir raus. Können wir gebrauchen. Hey Abby, some nice work you put in there. Thanks. You seen Isaac anywhere? Nah, with all this commotion, I'd be hiding too. Abby, come here a sec. Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. Oh, shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around. Ich frage mich auch, wer Isaac ist. Von dem hören wir ja schon das ganze Spiel, und er scheint ja auch irgendeine zentrale Figur zu sein. Wahrscheinlich ist das da hinten Isaac. Können wir hier rein? I've seen worse. Hold still. Yeah. This can't be happening. How's this? Yes. Yes. Stop. Okay. Hey, man. Feeling better? Pain meds are kicking in, so yeah. Hang in there. How's the hand? Well, I'm gonna keep most of my fingers. Brother, you only need three. Am I right? Two. Das war gerade ein Witz. Und ich glaube, den sollte ich begreifen, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was er meint. Aber naja. Also ich bin mir jetzt so 80% sicher, was er meint. Speak of the devil. Hey guys. How you doing, Melon? Just a few more stitches and I'll be good as new. You guys need to convince this girl to relax. Hey, Mel. Relax. You got it. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand with something? Sure. Don't move. I'll just be here. Relaxing. Nora, have you had a chance to relax?
I'm shipping out to the West Side Hospital in a few. Orders are to get everything. How's Mel? Really? Well, the baby's vitals were a little elevated, but I'm not worried. Someone should get word to Owen. He'll want to be here for her. Yeah. I need to show you guys something. What is it? Follow me. Oh my god. Are these all ours? Yeah. And more are coming in by the hour. You can't tell Mel, all right? Nora. Just not yet. Come here. Who's in that body bag? Holy shit. It's Danny. Where's Owen? I don't know. A few days back, there were some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. And this morning, the guards found Danny collapsed by the perimeter fence. He'd walked himself back with a bullet in his stomach. Pinches scars, hijos de puta. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look, and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so let me know what you guys find out. Yeah. Why the hell hasn't Isaac sent out a search party for Owen? Maybe he hasn't, just didn't tell Nora. I fucking hope so. Oh, okay, ich verstehe, was die Ansammlung hier soll. Die soll mich halt tatsächlich in das Medic-Zelt da drängen. Ich verstehe. Hat jetzt bei mir nicht so ganz geklappt, aber naja. We're looking for Isaac. He's inside. Going in. Thank you. Damn, look who it is. Sup, fellas? Got time for a game? Can't. Here for Isaac. Whatever, big shot. Not my fault I'm so good at what I do. Mm-hmm. See you around. Isaac, es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich etwas aus Nummer 74 rausbekommen. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf unserer Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten so bald wie möglich Späher rausschicken, um die Information auszuprüfen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm. Ah, worum es wohl geht. I don't miss this place. Fuck. Always hated the smell. After our morning, I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Ew. Sad, einfach. Ew. Wie sie einfach vor einem wegkauern, Mann. Dude, was zur Hölle?
Hey, Abby. We need to go up. Ezek's in there. Oh. Do you know if he'll be long? Said to get him when you two arrive. Come on. Sir, Abby and Manny are here. Some trouble? No losses on our side. Just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the base this packed. And give it another day. Still waiting on some units. What's going on, boss? Small skirmishes. Can't keep going like this. Then what? We could try another truce. But how long before some asshole on their side or our side unravels the whole thing? No. It has to be all of them. Sir, we'd try attacking their island. Not like this. Not with everyone. There's a big storm a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Pick your squads, start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Talk, Nora. No secrets between the Salt Lake crew, huh? Is someone okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me? That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir, people hear that story. Owen's dead. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. Then I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the bottom. No. You said yourself the storm's a few No. days. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. If he turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah? Yeah. I get it. Good. Look over the plans and go through your roster. Grab some food. We'll talk later. No way Owen killed Danny over some scar, right? What? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him?
I know where he'll go. Stop it. I'm gonna kill you. What? Seriously, stop it. All right. Why don't you come on over and enjoy this view with me, then? It's great. It's the best. Oh. Come on. We made it all the way up here just so you could wimp out on the last two steps. Yeah. Yes, deal was to get up here, so. Mm. All right, here's what's gonna happen. You're gonna get your ass over here, sit on the edge, or you can go down here on the kid seat. And look at this view with me. We can't miss training. Really? Not even just for one night? No. Do you want to talk about it? It's getting late. Yeah. Okay. Don't. Do not. It is too high. Oh, my God. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen, I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! Abby! I'm down here, you asshole. You jumped? And I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue? No. I came to make sure you drowned. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Die sind schon ein bisschen cute zusammen. Schon ein bisschen süß, so. Owen. What are they gonna do? Kick out a bunch of displaced fireflies who have nowhere else to go? Maybe. I don't want to find out. Just come see this thing. Take a deep breath. You gonna keep going? Fuck yeah. This place is crazy. I think it's like one of those zoos, but for fish. Shut up. Check this water pup out. I saw this seal the other day. It was covered in spots. They don't have spots. They're brown. Those are sea lions. No. No, you don't know. I know what I saw with my eyes. Oh,
Oh, es ist Peanut der Baby Otter. Oh je. Yeah. Das können sie da nicht einfach machen. Hey, give me a hand with this. Yep. Got it. What is this place? Well, clearly this is some sort of theater, but for fish. What? Are you a rooster? What? I'm a wolf. That's my wolf howl. Are you a cock? You think this sailboat was part of the show? No, no. Looks like somebody turned this into a makeshift dock or something. There's some kids' clothes. Bet a family came through. Look at these drawings. I wonder what happened to him. Maybe they joined the wolves. Yeah, or it got killed by scars. Such an optimist. Hmm. Ich mag den Löwen. Enough of this boat. You want to go see the rest of the fish zoo? You think there's more to see? Of course. Let's go. Du führst den Weg. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay, anscheinend muss ich den Weg anführen. Let's go. Ach komm, so eine fucking teure Kamera und die steht hier einfach und ist vergammelt, Alter. Das tut mir ein bisschen im Herzen weh. Think you can get through that? Get me up there. Yep. Here. Okay. Holy shit! Look at you! Pushed 185 pounds yesterday. Yeah, right. So, we take a quick look around and then... We head right back. Any fish in there? Oh my god. Damn, das ist hübsch. Weißt du, da kann man schon mal nochmal den Fotomodus für anmachen, weil das ist halt echt beautiful, Mann. Das ist schon, das kann schon ein bisschen was. This place is something else. What is this class? It's a tank in the floor. Can you imagine this place filled with people? Kids laughing, running around. Different world, right? Kann man ein Foto machen? Mit Greenscreen und allem drum und dran? Natürlich kann man das. Warte. Ah, warte, das geht tatsächlich, oder? In this place. It's mine. Ah, okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird das doch zu schwierig.
You can visit. Oh, you sure? Not really, actually. See how nice you are to me first. You're a dick. Not a great start. Ich will, dass sie sich so beide zusammen hier so hinhocken und mich so ein Bild machen kann. Das ist so alles, was ich jemals wollte. Oh Gott, das ist voll schwierig. Okay, das macht die Kamera halt auch einfach nicht mit. Ach, verdammt, halt nicht. Max Spielecke. Geh mal rein. Gehen wir doch nicht rein. Was haben wir denn noch hier? Ist alles zugewachsen? Können wir nach oben, ne? Gehen wir nach oben. Ich mag's halt, wie Ellie so ein Dinosauriermuseum bekommen hat und sie bekommt hier dieses Aquarium. That's good, yeah. Get them to break the rules too. You don't think it's worth it? Let's see how much trouble we're in when we get back. You love it. Shut up. So, can I get like a Owen, you were right. Thanks for dragging me to this amazing place. I'll think about it. I'll take it. Komm. War anscheinend mal ein Krankenhaus hier. Oh. Oh Gott. I think this is our boat, Captain. Shit. Dad, ich bringe Max weg von hier. Ich kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Oder er kann nicht sein ganzes Leben lang hier eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du ihm zugesehen wie ein Feigling. Was bist du für ein Vorbild? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen. Sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn sich Leute für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, sie zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Hat wohl nicht so geklappt. His kids ran off to join the Scars. Jeez. Hm. Well, on the bright side, I found these keys. What is wrong with you? He's a skeleton. He doesn't need them. I just don't understand how anybody willingly joins the Scars. Why not? Because they're an insane cult, that's why. In the QZs, people would refer to the Fireflies as terrorists. Fanatics. We were naive. We weren't fanatical. We blew up checkpoints and assassinated soldiers. It's not the same. I'm just saying... Don't say shit like that at the stadium, okay? Okay, all right. I think it's the same family from the boat. That'd be my guess, yeah. Wanna try those keys? Oh, yeah. This one? Nope. How about... Got it. Painting this must have taken forever.
The Open Ocean Experience. Huh. Ich sehe gerade, ich habe das Gefühl, das Spiel versucht, Abby und Ellie irgendwie zu derselben Person zu machen. Dead, Tod, Aquarium, Museum, Münzen, Karten. Das ist schon ein ziemlich engstirniger Blick auf diesen Charakter, finde ich. Das Einzige, was das Spiel versucht, ist uns halt zu zeigen, dass Abby auch nur ein Mensch ist und dass sie halt auch einfach Gefühle hat und ein Leben, mehr oder weniger, das sie halt führt und uns hier halt so ein bisschen den Einblick in das gibt, was Abby halt ausmacht. Das ist so das Einzige, was dieses Spiel hier halt tut. Don't tell me you want to go down there. Come on. Owen. Last thing. I promise. Last thing. Just, don't look down. Just go. You're good. Ich finde es halt auch cool gemacht, dass wenn du halt nach unten guckst, sie tatsächlich so, dass sie ihre Höhenangst einsetzt und sie halt einfach voll durchdreht, so. Und wenn man nach oben guckt, ist alles gut. Ist halt schon ein bisschen cute. Kann man nicht anders sagen. Look at these. I'd love to meet this kid. I mean, he's a scar. Maybe you have. Ah, Jesus. I sure hope not. Whoa. Get on in here. Wow. Yeah. See that? Told you they were spotted. Yeah, yeah. Slow down. No. Is it this? It's this, isn't it? You are disgusted by it. Come on, Ab. I'm sorry. Don't be sorry. Talk to me. I know all the leads have dried up, but the Joel's still out there, you know? I know. What can I do? Let's go back. We can still make training. Go ahead. What about you? I'm gonna hang out with the seals for a little while. I'm sorry. I told you already. Don't be sorry.